So, und dann sind wir auch schon wieder zurück. Nun machen wir uns an die letzte Gladiatoren-Quest. Erstmal. Und da kriegen wir was ganz Tolles. Willkommen zurück, Ash. Hast du Fortschritte mit deinen Übungen gemacht? Du wirkst selbstbewusster. Doch deine Haltung hat sich verändert. Du bist auf dem besten Weg, eine echte Gladiatorin zu werden. Ich habe wieder eine wichtige Mission für dich. Die Amajar führen entlang der Handelsstraße in der Nähe von Camp Knochenbleich Angriffe auf erfahrene Händler aus. Knochenbleich ist eine Zwischenstation auf dem Alagischen Sonnenweg und ein strategisch wichtigstes Gebiet im Grenzland. Die Legion der Unsterblichen, die Messingklingen, bewachen es mit Adleraugen. Unsere Gilde unterstützt sie dabei, indem wir den Handelsweg Gladiatoren als Begleiter zur Seite stellen. Von allen wilden Stimmen haben wir uns mit den Amajar die meisten Scherereien und die, die nun die Händler überfallen, scheinen noch dazu eine gut organisierte Bogenschützeinheit zu sein. Also mach dich auf den Weg und lege den Amajar das Handwerk, auf dass ihre Pfeile an deinem Schild abprallen mögen. Ich möchte nicht, dass meine Leute dich gespickt wie ein Stachelmull aus dem Graben an der Landstraße ziehen müssen. Wir haben Knochenbleich. Okay. Gut, das würde ja sogar passen. Dann machen wir da einfach auch gleichzeitig die normale Quest weiter. Also die Hauptquest, die Mainquest. Ich meine, wir sind da jetzt gerade in einem Gebiet. Dann können wir so zumindest annehmen. Zumindest einmal schnell annehmen. Weil wir laufen direkt drauf zu, ne? So. Die Priesterin Ursin soll in die Sache verwickelt sein? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Auf der anderen Seite, in letzter Zeit soll sie den Flüchtlingskindern auf dem Goldbazar des öfteren Besuch abgestattet haben. Die wird doch wohl nicht. Wir dürfen dieser Spur jedenfalls nicht ignorieren, Ash. Hör dich am besten einmal bei den Kindern um, was Ursin von ihnen will. Wir haben hier auch gleichzeitig noch einen Freibrief. Bist du zufällig auf der Suche nach Arbeit? Ich hätte da etwas für dich. Gestatten Poponagu ist mein Name. Und da gibt es überhaupt nichts zu lachen. Ich arbeite hier in Knochenbleich und die Abenteurergilde und vermittle Freibriefe an mutige Heldinnen wie dich. Aber die Aufträge können ziemlich gefährlich werden. Deshalb muss ich wissen, dass du auch wirklich das Zeug dazu hast, dies zu erledigen. Ich gebe dir mal eins zur Probe. Und wenn du den unbeschadet zu Ende bringst, habe ich noch mehr Arbeit für dich. Was sagst du dazu? Okay. Kein Problem. Vielen Dank. Du kannst hier den Goblin leiten, indem du ihn zuwinkst. Viel Erfolg bei Winken. Das doch. Ah, hier. So. Weil dann ist der nämlich hier auch bald auf 16. Und dann können wir mit ihm hier die erste Inni laufen. Und ihn dann auch für die Hauptstory quasi bereit machen. So. Huch. Ist Gott sei Dank, wo der kleine Knabe hin muss. Okay.
Und einmal hier rein, bitte. Sehr schön. Wir haben ihn ans Ziel gebracht. Ja, einmal zurück. Hast du den Auftrag erledigt? Hervorragend. Hier ist deine Belohnung. Das gleichzeitig mit dazu. Und jetzt können wir hier Knochenbleich auf Freibriefe machen. Sind die hier auch freigeschaltet? So, dann dürfen wir nämlich auch die erste Inni laufen. Also, beziehungsweise Stufensteigerung. Machen wir auch direkt einmal. Wobei ich hoffe, dass wir da in einen Totenacker reinkommen. Wollen wir mal gucken. Hilfe von der Gilde. Du kommst wie gerufen. Okay. Wir lassen sich leider nur einzeln malträtieren. Danke, du hast mir das Leben gerettet. Lange hätte ich den Fallen dieser Kreatur nicht mehr standgehalten. Okay. Dann einmal zu... Nein. Oh. Okay, wir kommen rein. Ah, das kann spannend werden. Ich weiß nicht, bei Inis bin ich immer noch sehr, sehr aufgeregt. No, ich hab's befürchtet. Alle bereit, gut. Okay. Kommt, meine kleine Freundchen, kommt. Könntest du mal aufhören, mir die Dinger hier zu nehmen? Super. Okay, der Heiler kennt sich zumindest aus. Ist kein Anfang an. Gute Rotwein war das. Ja. Also rot. Es ist rot.
Okay. Erste Runde als Tank in der Inni. Juhu. Ich weiß nicht, als Tank bin ich immer sehr konzentriert. Also noch konzentrierter als ohnehin schon. Es ist immer so seltsam, wenn man fremden Heilern vertraut. Hey. Hallo. Noch einmal. So. Wenigstens ist der schlimmste Abschnitt schon mal weg. Der schlimmste Abschnitt ist schon mal weg. Beruhigt mich immer. Hallo, ihr Süßen. Ich weiß gar nicht, sind die anderen Anfänger? Nö. Oh, nö. Okay. Also, wir sind tatsächlich der einzige Anfänger. In dem Sinne zumindest. In dem Sinne Anfänger.
Ah ja, jetzt kommt das Ding. Weißt du das so, dass ich die so erwische? Also irgendwie klappt das heute hier mit dem Klicken nicht. So, läuft ja super. So, dann haben wir das auch schon mal. Wir haben das Tasche auf jeden Fall gleich durch. Aber das wisst ihr ja schon, wir waren nicht hier schon mal drin. So, jetzt muss ich darauf achten. Aber ich habe jetzt ja auch diese Inis mit meinem anderen Char schon gut geübt. Also ich bin jetzt gerade wirklich dabei, mit meinem Streaming-Char Inni für Inni für Inni mit dem Tank abzulaufen und die so lange zu laufen, bis ich mir hundertprozentig sicher bin, dass ich sie gut tanken kann. Egal, ob es Anfänger-Innis sind oder nicht. Ich gehe da jetzt durch jede einzelne Inni und versuche mich da irgendwie durchzumogeln. So ähnlich werde ich das mit dem Heiler übrigens auch machen. Schon. Jetzt hoffen, dass ich es hinkriege. Hat der Heiler halt auch mal wieder was zu tun. Oh ja. Nochmal. Oh, Nothil.
da. Ich würde gerade sagen, heizt du mich bitte? Die letzten sind aber ganz schön haarig werden, ne? Muss auch nicht mehr machen. Puh. Sehr schön. Da kann ich aber drauf passen. Sehr schön. Und raus hier. Juhu, und nochmal wertvollster Spieler. Sehr schön. So. Jetzt ist jetzt wieder eine ganze Weile vergangen. Oh Gott, jetzt ist schon 15 Uhr. Ernsthaft? Tatsache. Das habe ich in der ganzen Zeit gemacht. Ich weiß es nicht. Naja, okay. Dann einmal zurück, Marsch. Mhm. Und ich wollte heute ganz viel aufnehmen. Ich weiß nicht, wo es geblieben ist, meine Zeit fürs Aufnehmen. Auf jeden Fall ist weg. Ganz weit weg. Ja, geben wir das, den Quatsch da erstmal ab. So. Dann auch hier einmal Gladiatoren-Gilde. Jetzt muss ich mich einfach noch mal kurz umsetzen. So, dass es dann auch endlich mal... Ja, perfekt. Alles sitzt. Und dann gut ist. So. Und da ist die gute Mila auch schon. Ash, auf dich ist wirklich Verlass. Auch wenn wir diesen Überfall nicht verhindern konnten, haben wir doch die Schuldigen zur Strecke gebracht. Der Schweißgeruch in den Übungszeiten ist ja immer noch unerträglich. Hat sich keiner erbarmt und ein paar Fenster in die ehrwürdigen Mauern geschlagen? Altes! Dir auch einen schönen Tag, mein lieber Bruce. Lange nicht gesehen, was? Hat dir noch keiner seinen schlaksigen Arme abgeschlagen? Halt es! Wie ihr leibt und lebt, Eure Miller. Bist du seit unserem letzten Treffen einfach noch schöner geworden? Wer hätte das für möglich gehalten? Wo zum Teufel warst du gesteckt? Und was fällt dir ein, nach all der Zeit einfach so in diese Hallen zu spazieren? Antworte! Die gute Miller, immer noch das gleiche Temperament. Ich war auf der Suche nach mir selbst. Immer der Nase nach, wo mich das Schicksal gerade trieb. Du kennst doch meine romantische Seele. Behalte deine Sprüche für dich und betritt nie wieder den Boden dieser Gilde. Wenn ich dich hier noch einmal sehe, schlage ich dir deinen frisierten Wuschelkopf von den abgeschlagenen Schultern. Wo hast du nur diese rüden Umgangston her? Da warst du doch so ein nettes Mädchen. Jetzt habe ich sie verärgert. Tja, mal gewinnt man, mal verliert man. Nett. Hör mal,
Ich habe etwas mit dir zu besprechen. Komm in den Treibsand. Aber kein Sterbenswörtchen zu Miller, verstanden? Okay. Dann einmal zum Treibsand. Ich meine, freut mich ja wenigstens, dass wir jetzt gut Level gut gemacht haben wieder. Ich meine, wir sind jetzt Level 20. Passt perfekt damit in die Reihen rein. Ja, okay. Da bist du ja, Ash. Mein Auftritt vorhin habe ich wohl etwas verpatzt. Ich hätte mir eigentlich eine etwas warmherzigere Wiedersehensfeier gewünscht. Aber was soll's, ich feiere ich halt alleine. Hör zu, ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Es geht um nichts Geringeres als das Wohl der Gilde Millers und Millers Wohl. Es gibt stärkere Gladiatoren als dich, die ich bitten könnte, aber in deinen Augen lodert ein gewisses Feuer. Ein Feuer, das für diesen Auftrag unentbehrlich ist. Ein Feuer, das, wie ich befürchte, in mir bereits erloschen ist. Blutrausch, geformt aus dem Amboss des legendären Waffenschmieds Gerold. Sein Meisterstück. Einst gewidmet den Helden des Kolosseums. Ich war seiner nie würdig. Es gab noch ein Schwert, noch ein Gladiator. In ihm lodert auch ein Feuer, genau wie in dir. Ash, ich habe eine Bitte von großer Wichtigkeit an dich. Was zum? Alles in Nightkling spricht dein letztes Gebet. Verschwinde, Amen. Lass die Faxe und steh auf. Nein, nein, nein. Versteht ihr denn keinen Spaß? Ein durstiger Mann wird ja wohl seinen Krug leeren dürfen. Ash, ich ziehe das Feuer auf mich und du machst sie kalt. Verstanden, Partnerin? Juhu. Ja, stimmt, er will ja. Also, er tankt ja quasi. Okay, der braucht genauso lange. Okay, der braucht mir eigentlich zu lange. Gehen die hier schneller? Ja. Deutlich.
geschafft. Wir können jetzt eigentlich auch die Klassenquest Level 20 machen, ne? Jetzt stellen sie mir sogar schon am helllichten Tag in aller Öffentlichkeit nach. Wie aufdringlich. Wenn es sich wenigstens um ein paar süße Meuchelmörderinnen handeln würde, hätte ich ja nichts dagegen, einen gelegentlichen Rinnenkampf. Für heute hatte ich genug Aufregung. Lass uns ein andermal weitersprechen. Ich sehe mich nach einem ruhigen Lokal um, meine Rückkehr zu feiern. Okay. Keine Angst, wir machen hier noch die Hauptquest weiter. Doch hier muss ich raus. Nein, jetzt bin ich zur Falschen gegangen. Nee. Oh, nee, doch nicht. War doch richtig. Dachte, ich hätte ihn da runter getroffen. Naja, okay. Entschuldige, in der Aufregung um diesen Gockel habe ich ganz vergessen, dir eine neue Technik beizubringen. Den Blutdruck anderer Leute in die Höhe schnellen zu lassen, ist seine Spezialität. Schildwurf heißt leider der Technik. Wie der Name so sagt, schleuderst du dabei dein Schild. So kannst du Gegner, die weiter entfernt stehen, angreifen und gleichzeitig ihre Aufmerksamkeit auf dich lenken. Für uns Gladiatoren, die sonst nur im Nahkampf aktiv sind, ist es eine äußerst wertvolle Technik. Setze sie geschickt ein, um den Kampfverlauf zu steuern. Okay. Haben wir hier. Nehmen wir das mal. So, ich weiß, wir können jetzt den neuen Auftrag annehmen. Machen wir aber noch nicht. Nein, als nächstes würde ich dann gleich erstmal die Hauptquest weitermachen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ciao!